Die wilde Mekong-Landschaft und das wunderschöne Karstgebirge machen eine Radreise durch Laos zu einem echten Abenteuer. Ich habe das Land von Süden kommend, von Kambodscha kommend, Richtung Norden entlang am Mekong-Ufer bereist und anschließend ging es dann weiter in den Osten nach Vietnam. Einen ausführlichen Bericht der Reise, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt gibt es erstmal meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Laos. Laos liegt im Monsungebiet, das heißt von Mai bis Oktober ist es dort mit 30, 33 Grad Celsius im Schnitt relativ schwül und unbefestigte Straßen können extrem schlammig und dadurch mit dem Fahrrad leider nur schlecht befahrbar sein. Während der Trockenzeit von November bis April betragen die Temperaturen dann etwa 23 bis 40 Grad. Da können unbefestigte Straßen dann wiederum sehr trocken und staubig werden. Und aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen in Laos kommt es natürlich regional auch noch mal zu Temperaturunterschieden. Bei der Einreise über Land sollte man sich vorher noch mal informieren, wie derzeit die aktuellen Einreisebestimmungen bei den jeweiligen Grenzübergängen sind, weil teilweise kann es vorkommen, dass es kein Visa on Arrival gibt oder die Fahrradmitnahme nicht erlaubt ist. Außerdem muss man damit rechnen, dass beim Grenzübergang korruptes Grenzpersonal am Schalter sitzt und das Visa nur ausstellt bzw. den Einreisestempel nur vergibt, wenn man einen entsprechenden Aufpreis zahlt. Da wird dann oft ein Feiertagszuschlag oder ähnliches verlangt in Höhe von ein paar Dollar und die wandern dann auch direkt in die Taschen des jeweiligen Grenzpersonals. Der hässlichste Grenzübergang, den ich jemals gesehen habe. Der hässlichste. Vor allem chaotisch, oder? Ja. Auf Laos Straßen gilt Rechtsverkehr und der Verkehr wird insbesondere bestimmt durch die vielen Motorroller, die dort unterwegs sind. Außerhalb der Städte und Ballungsgebiete ist allerdings sehr, sehr wenig Verkehr auf den Straßen vorzufinden. Die Hauptstraßen sind in der Regel asphaltiert. Leider gibt es allerdings nicht selten auch Asphaltschäden, insbesondere am Rand, wo man mit dem Fahrrad ja meistens unterwegs ist. Dort ist der Asphalt oft so ein bisschen ausgefranst und dort sollte man auch aufpassen, dass man nicht ins Schlittern gerät. Das kann nämlich gelegentlich passieren, wenn dann irgendwie kleine Steinchen an der Seite liegen. Die Nebenstraßen sind oft nicht asphaltiert und je nach Jahreszeit entweder ziemlich staubig oder schlammig. Gerade wegen dem Staub lohnt es sich auch, eine Atemschutzmaske dabei zu haben oder so ein Tuch, das man sich dann über die Nase ziehen kann. Für die Navigation ganz hilfreich, man findet am Straßenrand gelegentlich Kilometersteine, die die Entfernung zum nächsten Ort oder zur nächsten größeren Straße anzeigen. Es gibt in Laos eine ganze Menge Motels direkt an der Straße. Die findet man in der Regel so etwa alle 50 bis 100 Kilometer. Die sind auch sehr, sehr preiswert und die kann ich für eine einfache Übernachtung auch einigermaßen gut empfehlen. Im Gegensatz zu einigen anderen südostasiatischen Ländern wird eine Übernachtung in Tempelanlagen eher abgelehnt. Hinzu kommt, dass es Frauen leider grundsätzlich nicht erlaubt ist, in Tempeln zu schlafen. Wer allerdings trotzdem das Glück hat, mal im Tempel übernachten zu können, der muss sich darauf einstellen, dass nachts öfters getrommelt und gebetet wird. Die Tage sind in Laos verhältnismäßig kurz. Das heißt, wer abends noch genug Zeit haben möchte, sein Zelt aufzubauen und sich was zu essen zuzubereiten, der sollte möglichst so gegen 17 Uhr anfangen, sich einen Zeltplatz zu suchen.
nicht sehr viele Lebensmittelgeschäfte und die haben dann oft auch nur ein sehr rudimentäres Sortiment. Reis bekommt man vor allem, aber sonst ist die Auswahl dann schon sehr begrenzt. Was sich anbietet, sind dagegen Straßenimbisse. Dort kann man sehr preiswert und gut essen. Auf den Märkten gibt es häufig gekochte Eier zu kaufen. Dabei handelt es sich allerdings auch oft um Balut, das heißt ausgebrütete Küken, die lebendig in der Schale gekocht werden und dann auch mit Schnabel und Federn und Haut und Haaren verzehrt werden. Wer das nicht essen möchte, der sollte sein Auge so ein bisschen schulen, weil man bekommt irgendwann ein Gespür dafür. Die sehen leicht anders aus als normale gekochte Eier, unterscheiden sich so ein bisschen in Farbe und Struktur. Aber man sollte damit rechnen, dass man, wenn man ein Ei schält, dass da gegebenenfalls ein vollständiges, ausgebrütetes Küken zum Vorschein kommt. Leitungswasser ist in Laos nicht als Trinkwasser geeignet. Darum sollte man eventuell einen Wasserfilter dabei haben und Mikropur oder auf industriell abgefülltes Wasser zurückgreifen. An Straßen, insbesondere an Fernstraßen, gibt es sehr oft Wassermelonen zu kaufen, die unglaublich preiswert sind und selbst wenn sie warm sind, eine ausgezeichnete Erfrischung bieten. Auf der Straße begegnen einem häufig Wasserbüffel. Die wuchtigen Tiere sind allerdings friedlich und können langsam und vorsichtig überholt werden. Gefährlicher sind da schon Schlangen und auch Affen, von denen sollte man sich ein bisschen in Acht nehmen, weil die sind nicht selten auch ein bisschen aggressiv. Außerdem im Mückenspray sollte dabei sein. Mücken gibt es natürlich in den Abendstunden insbesondere viele und die übertragen auch Krankheiten. Deswegen versucht diese Viecher euch irgendwie vom Leib zu halten, gerne auch indem ihr lange Kleidung tragt. In öffentlichen Toiletten findet man normalerweise nur einen Kübel Wasser und eine Schöpfkelle. Wer auf Toilettenpapier nicht verzichten möchte, der sollte sich das entsprechend mitbringen. Und was man auch im Gepäck dabei haben sollte, ist die Seife, weil auch die gibt es normalerweise nicht auf öffentlichen Toiletten. Auch wenn die Temperaturen in Laos hoch sind, sollte man langärmelige Kleidung dabei haben, weil, wie schon gesagt, das ein guter Mückenschutz ist und natürlich auch wegen der intensiven Sonneneinstrahlung, die man sich damit ein bisschen von der Haut fernhalten kann. Ja, was waren meine Highlights der Reise? Auf jeden Fall, wie schon eingangs erwähnt, die wilde Mekong-Landschaft. Entlang des Flussufers zu fahren ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Region ist auch sehr flach und lässt sich dadurch sehr gut mit dem Fahrrad bereisen. Zudem war ich sehr überrascht, dass der Mekong auch wirklich wunderbare Bademöglichkeiten bietet. Man findet dort auch ausgesprochen gute Zeltplätze. Eine Sehenswürdigkeit, die ich in jedem Fall empfehlen kann, ist die Höhle Tham Kong Lo. Die ist etwa 7,5 Kilometer lang und lässt sich vollständig mit dem Boot durchfahren. Leider liegt sie ein bisschen abseits der Straße, das heißt, man muss einmal 40 Kilometer hin und wieder 40 Kilometer zurückfahren, wenn man sie besuchen möchte. Aber die Landschaft ist wirklich sehr beeindruckend und die Höhle sowieso und dieser Umweg, der lohnt sich in jedem Fall. Für den Weg von dort zurück kann ich auf jeden Fall empfehlen, in den frühen Morgenstunden aufzubrechen. Die Straße führt nämlich entlang eines Karstgebirges und durch die Felsformation hat man dann morgens unzählige Sonnenaufgänge direkt hintereinander, weil die Sonne hinter jedem Felsgipfel dann immer wieder erneut auftaucht und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Naturschauspiel. Ziemlich nah an der kambodschanischen Grenze, dort liegt die Insel Don Det. Die Insel ist sehr touristisch, allerdings lässt sich dort ausgesprochen gut entspannen. Also ich kann jedem empfehlen, dort mal ein paar Tage Urlaub zu machen, ein bisschen runterzukommen. Die Insel lässt sich nur mit einem der kleinen Boote besuchen. Allerdings ist es kein Problem, die Fahrräder auf einem dieser Boote auch mitzunehmen. Thank you.
wer Laos nicht mit dem eigenen Fahrrad bereisen möchte, sondern sich nur vor Ort für ein paar Tage eins ausleihen will, dem sei gesagt, dass das Auswärtige Amt folgende Warnung ausgesprochen hat. Nämlich kommt es nicht selten zu Diebstählen. Im Vertrag ist dann vereinbart worden, dass verloren gegangene bzw. gestohlene Fahrräder ersetzt werden müssen. Der Witz dahinter ist, dass die Diebe mit den Vermietern zusammenarbeiten. Das heißt, sie bekommt das Fahrrad vermietet, bekommt es anschließend geklaut und müsste es danach ersetzen. Bisschen vorsichtig sein, dass sowas nicht passiert. So, hier hat es jetzt angefangen zu regnen, deswegen habe ich mich mal untergestellt. Aber ich wollte euch noch erzählen, wie man den Menschen in Laos begegnet. Das ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung, weil die Menschen sind sehr kontaktfreudig. Und insbesondere Kinder, die sehen einen schon von Weitem und kommen dann immer zur Straße gelaufen und winken und rufen Sabaidi, Sabaidi, hallo, hallo. Mit Englisch kommt man ganz gut durch, zumindest in der Stadt. Auf dem Land ist das dagegen eher etwas schwieriger. Muss man sich mit Händen und Füßen verständigen. Ja, das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Laos. Sie alle gibt es auch nochmal nachzulesen in meinem Blog. Den werde ich euch unten verlinken, den Artikel. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann denkt dran, auf die graue Glocke zu klicken, weil nur dann gibt es einen Hinweis bei neuen Videos. Wenn ihr selber noch Tipps und Hinweise habt, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, die ihr gerne teilen möchtet, dann schreibt sie unten in die Videokommentare. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer Radreise. Tschüss!